Fledermäuse, Libellen, Kängurus oder Roboterarme, die sich wie Elefantenrüssel bewegen. Die Naturkopierer der Firma Festo haben über die Jahre einen ganzen Roboter-Zoo entwickelt. Aber was genau und wie schauen sich die Forscher Dinge von der Natur ab? Das will Galileo-Reporter Matthias Fiedler herausfinden. Er besucht das Hauptquartier der Naturkopierer. Guck mal, die Schranke, die biegt sich so nach oben, wie so eine Tentakel von einem Tintenfisch. Abgefahren. Matthias ist mit Bioniker Sebastian Schroff verabredet. Er hat viele der tierischen Roboter mitentwickelt. Krass, guck mal. Das sind bionische Vögel, oder? Hallo, Matthias. Wie krass ist das denn? Wahnsinn! Die wirken ziemlich echt, oder? Mega, ja. So Riesenschwalben. Richtig, genau. Die sind tatsächlich inspiriert von der Schwalbe. Und die haben auch ein richtiges Federkleid, wie jetzt ein richtiger Vogel. Und das sind die hier? Genau. Also wenn du den Flügel anguckst und du biegst den, dann siehst du, das sind einzelne Federn. Und wenn der Flügel nach oben schlägt, dann geht die Luft hier durch. Und wenn die Luft von unten dagegen kommt, dann bleibt es geschlossen. Damit sie schweben können praktisch. Genau. Wie eine echte Schwalbe eben. Sebastian arbeitet seit 8 Jahren als sogenannter Bioniker. Für die Entwicklung eines Tierroboters brauchen er und seine Kollegen ein knappes Jahr. Hier jetzt zum Beispiel war die Schwierigkeit, was zu bauen, was so leicht ist, ja, dass es trotzdem noch fliegen kann. Und trotzdem genug Power hat, auch wirklich in den Himmel hochzusteigen. Sein Ziel ist immer, dass die Roboter sich möglichst genauso bewegen wie das Original. Das ist irgendwie total schön. Die Vögel fliegen wie echte Vögel, majestätisch, friedlich hier durch den Raum. Die wirken halt gar nicht wie eine Maschine, sondern eher wirklich wie Tiere. Entdeckung. Auch diese Schmetterlinge haben sie so hinbekommen, dass sie wie die echten durch die Luft schweben. Ich versuche noch mal eins zu fangen. Schön sehen sie ja aus. Wir versuchen hier noch mal zu starten. Wie kann man das in der Praxis, in irgendeiner Produktion oder so einsetzen? Das verstehe ich noch nicht. Also es gibt keine praktische Anwendung für dieses Projekt. Aber man merkt schon, auch du bist irgendwie angetan davon. Ja, auch du denkst jetzt weiter. Und auch du merkst, okay, ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ja, was ist sonst noch möglich? Ja, und du fängst an, über die Welt nachzudenken. Ja, und wie wir jetzt die Natur und die Technik irgendwie zusammenbringen. Und so entstehen neue Ideen, so entstehen wirklich neue Innovationen. Ach, guck mal. Zum Beispiel neue Leichtbautechniken, die dann in der Luftfahrt oder der Bauindustrie zum Einsatz kommen könnten. Bei unserem Dreh steuern 2 Menschen die Roboter per Fernbedienung. Mit entsprechender Kamera und Funktechnik können sie aber auch allein fliegen und untereinander kommunizieren. So können die Entwickler dann zum Beispiel testen und erforschen, wie sich autonome Roboter in einem Raum bewegen. Sebastians Tierroboter kommen so nicht zum Einsatz. Sie liefern neue Denkansätze oder Ideen für neue Bauweisen. Es gibt aber einige praktische Dinge, die sich Tüftler schon von der Natur abgeschaut haben. Bionik. Die Kombination aus Biologie und Technik hat eine lange Geschichte. Schon Leonardo da Vinci studierte Vögel sowie die Natur und zeichnet seine Fluggeräte nach ihrem Vorbild. Dem Schweizer Erfinder Georges de Mistral fielen beim Gassigehen mit seinem Hund die Kletten auf, die immer wieder im Fell hängen blieben. Der Klettverschluss ist geboren, inspiriert von den Widerhaken der Kletten. Auch beim Hai gucken die Forscher ab. Luftfahrtingenieure haben jetzt einen Film, so etwas wie eine Folie, entwickelt, deren Oberfläche der Haut des Meerestieres nachempfunden ist. Ein Hai gleitet mithilfe vieler kleiner Schuppen auf der Haut besonders effizient durchs Wasser. Am Flugzeug kann der Haifischhautfilm nachgerüstet werden. Er verringert den Luftwiderstand und sorgt dafür, dass große Langstreckenflugzeuge weniger Kerosin verbrauchen. Neben Sebastian gibt es noch 4 weitere Bioniker und Bionikerinnen. Eine davon ist Ninja Rieskamp. Sie entwickelt Greifarme für Industrieroboter. Auch sie schaut sich viel von der Natur ab, wie bei diesem blauen Greifer. Kommt Matthias auf das tierische Vorbild? Wer hat denn so ein Schnäuzchen hier, welches Tier? Ja, schau mal.
Das sieht ein bisschen aus wie das Schnäuzchen von einem Nacktmull. Das ist tatsächlich abgeguckt von der Zunge eines Chamäleons. Die schnellst so raus und ist vorne ganz klebrig und stülpt sich um ihre Insekten, um ihre Beute drumherum und fängt die dann ein, dass sie die wieder einziehen kann, so einrollen kann. Nenia hatte dann die Idee, dass so auch ein Greifer aus Silikon funktionieren könnte. Okay, das heißt, da habt ihr das Chamäleon gesehen irgendwie oder beobachtet und hattet dann die Idee, das so zu adaptieren? Oder? Wir waren eigentlich fasziniert auch von dieser Schnelligkeit, wie die Zunge rauskommt aus dem Mund und haben die dann genau analysiert und kamen dann auch auf die Idee, dass das eigentlich super ist, auch wie sie greift. Dieser Greifer ist so auch tatsächlich in Fabriken im Einsatz. Damit kann ein Roboterarm viele verschiedene Objekte greifen, ohne dass Techniker ihn jedes Mal umbauen müssen. Bei unseren Standardgreifern machen die Kunden spezielle Finger für die Objekte, sodass die richtig an die Form angepasst werden. Dann braucht jedes Objekt einen eigenen Finger. Und hier sind wir relativ flexibel. Wir haben einen Greifer und können viele verschiedene Objekte greifen. Wie Schrauben und Kleinteile, oder? Ja, funktioniert. Auch dieses Teil ist ein Greiffinger. Aber was war hier das Vorbild? Große Sachen. Das ist zum Beispiel unser Finray-Finger. Ein Finray-Finger, Finnes Flosse, ne? Ja, genau, und da kommt es auch her. Das ist nämlich abgekupfert von einer Fischflosse oder Fischschwanz. Also auf eine Fischflosse wäre ich jetzt so, wenn ich es so sehe, nicht gekommen. Aber sobald du es bewegst, hat es natürlich echt was Fischiges. Weil er so biegsam ist, kann sich der Fischfinger fest um die verschiedensten Objekte legen. Er eignet sich hervorragend zum Obstsortieren. Oder wie in dieser Fabrik, um Brotlaibe vorsichtig von einem Band aufs andere zu setzen. Das hält jetzt richtig fest und ich kann es auch schütteln und es fällt nicht raus. Cool. Das heißt, ihr wolltet gar keinen Greifer bauen, sondern ihr wolltet einfach mal eine Fischflosse bauen und habt dann auf dem Weg gemerkt, das könnte man für einen Greifer einsetzen. Wir wollten einen Fisch bauen und haben dann festgestellt, dass die Anpassung der Form hier super ist, wenn ich dagegen drücke, dass er sich wegdrückt und hier vorne das schließt. Und das ist natürlich perfekt für einen Greifer. Mhm. Das passiert den Erfindern hier ständig bei ihren tierischen Projekten. Verrückt, oder? Man will eigentlich nur einen Fisch nachbauen und am Ende kommt so eine neue Greifertechnologie raus. Die Natur bietet uns so viele spannende Lösungen und Techniken. Wir müssen sie einfach nur entdecken. Zu entdecken gibt es für Matthias noch viel. Was haben wir denn hier Cooles? Das ist ja, ist das... Vorsicht! Beiß? Nee, hier haben wir die Bionic Ant. Ameise? Genau, das ist eine Ameise, aber eigentlich geht es darum, wir haben ganz viele davon. Ameisen sind bekannt dafür, dass sie, obwohl sie so klein sind, große Dinge transportieren können. Mhm. Und obwohl sie eigentlich relativ klein sind und nicht besonders intelligent wirken, gemeinsam einen kompletten Staat bilden, der einwandfrei funktioniert. Die Roboterameisen können untereinander kommunizieren. Findet eine Ameise das blaue Objekt, kann sie ihre Kolleginnen dazu rufen, um es gemeinsam zu verschieben. Wo könnte man denn sowas einsetzen? Also in jeder Fabrik stehen hunderte Maschinen. Und wenn die miteinander kommunizieren, dann weiß die eine Maschine, okay, da drüben, da fehlt jetzt zum Beispiel Material. Ich habe mehr, ich kann dieser Maschine was abgeben. Viele große Lager haben Roboter, die autonom die Ware von A nach B bringen. Auch hier kann das Ameisenprojekt neue Erkenntnisse und Denkansätze liefern. Naturfan Sebastian hält immer Augen und Ohren offen, um Ideen für neue Projekte zu bekommen. Wir gehen in den Zoo, sind im Urlaub am Strand und beobachten irgendwelche Tiere oder irgendwelche Pflanzen. Und dann sagen wir, das ist eine tolle Idee für ein neues Projekt. Beim Schnorcheln oder beim Wandern, egal. Aber so versuchen wir immer, unsere Inspiration hochzuhalten. Wahrscheinlich guckst du auch alle Tierdokus, oder? Die so neu rauskommen. Ja, ich gucke fast täglich eine Tierdoku. Und da sieht er dann zum Beispiel eine Radlerspinne. Sie lebt in der Wüste und kann mit ihren 8 Beinen nicht nur laufen, sondern sie rollt auch die Dünen runter. Davon inspiriert ist dieser Spinnenroboter. Auch er kann sich zu einer Kugel formen und losrollen. Ach, guck mal, krass! Die kommt gleich viel weiter voran, ne? Genau, und viel schneller und mit ganz wenig Energie. Die Kombination aus diesen 2 Fortbewegungstechniken könnte zum Beispiel etwas für Roboter sein, die an Rettungseinsätzen in unwegsamem Gelände teilnehmen. Mit ihren bionischen Tieren und Greifern wollen Sebastian und Nenia die Menschen für Technik begeistern und neue Denkansätze liefern.
Sie entwickeln Greiftechnologien, indem sie bei der Natur ganz genau hinschauen.